Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Ich sitze bei Würst Partner in der alten Börse, anders als sonst mit sehr viel Distanz zum Kameramann, einige Distanz zu Ihnen. Trotzdem möchte ich nah dabei sein bei der Beobachtung der Marktentwicklung. Die ist noch wichtiger geworden in diesen schwierigen Zeiten. Stand heute, 24. März 2020, mitten in der Corona-Krise, stellt sich die Frage, was passiert auf den Schweizer Bau- und Immobilienmärkten? Was haben wir zu erwarten? Wo geht die Reise hin? Ich gerne im Folgenden anschauen, im ersten Teil mit Umfeldeinschätzungen, im zweiten Teil mit Einschätzungen für die Entwicklung in den Segmenten und in den Mieten und im letzten Teil ein Ausblick, was passieren könnte mit den Marktwerten von Immobilien in der Schweiz. Nun, was wissen wir? Evidenz vor der effektiven Beeinträchtigung der Wirtschaft ist noch recht wenig vorhanden, aber wir sehen beispielsweise 8% der Beschäftigten, Stand 24. März 2020, sind bereits zur Kurzarbeit angemeldet. Das sind beträchtliche Zahlen. Das zeigt, die Wirtschaft leidet. Gleichzeitig sind es aber auch Zahlen, die einem Hoffnung machen, denn das wichtige systemrelevante Werkzeug dieser Kurzarbeit und anderen Direkthilfen wie verbürgte Kredite, die beginnen zu greifen und das wird die Wirtschaft stützen. Das sind ganz wichtige und eigentlich positiv zu deutende Signale. Die Politik und letzten Endes das Gesundheitswesen werden uns zeigen müssen, wann die Krise beendet werden kann. In unserer Voraussicht gehen wir davon aus, dass eine Rückkehr zur Normalisierung in der zweiten Jahreshälfte 2020 möglich sein könnte. In dieser Hinsicht ist dennoch mit einer Rezession zu rechnen und damit einhergehend natürlich mit einem Rückgang der Immobiliennachfrage in einzelnen Segmenten deutlich spürbar, in anderen Segmenten eher weniger. Die Nervosität war bereits stark sichtbar auf den Finanzmärkten in den letzten Wochen. Es gab enorme Ausschläge in den Kursen. Bundesobligationen, aber auch Unternehmensanleihen beispielsweise sind kurzzeitig deutlich gestiegen in den Renditen. Das zeigt, es wurde sehr viel abverkauft auf der Suche nach Liquidität. Die Nervosität war sehr, sehr groß. Gleichzeitig haben die Notenbanken international reagiert und die Leitzinsen erneut gesenkt. Auch in der Schweiz sind die wichtigen Leitzinsen für die Immobilienmärkte wichtigen Leitzinsen auf sehr tiefem Niveau und dürften vorerst auch dort bleiben. Das sind positive Signale für die Hypothekarzinsen. Letzten Endes wird sich dort auch zeigen müssen, wie die Hypothekarinstitute reagieren, nicht nur in Bezug auf die Konditionen, die die Leitzinsen vorgeben, sondern eben letzten Endes auch in Bezug auf ihre Risikoeinschätzungen. Im Moment können wir davon ausgehen, dass die Finanzierungskonditionen und auch die Möglichkeiten auf sehr tiefem Niveau eigentlich attraktiv bleiben werden. Und das ist wichtig, das stützt die Immobilienmärkte. Stellt sich nun aber die Frage, wie kann die Geschichte 2020 weitergehen in Bezug auf die Mieterwartungen in den einzelnen Segmenten? Ja, eines der größten Sorgenkinder in den letzten Jahren war ganz sicher das Mietwohnungssegment. Steigende Leerstände und eine rückläufige Nachfrage haben die Märkte gekennzeichnet. So stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Reise im Zuge der Corona-Krise hin? Müssen die Märkte weiter leiden? Ist entsprechend mit weiteren Ertragsausfällen und steigenden Leerständen zu rechnen? Nun, wir gehen davon aus, dass genau dieses Segment, das Segment der Mehrfamilienhäuser und der Renditeliegenschaften mit Mietwohnungen eben vergleichsweise solide unterwegs ist. Weshalb? Es gibt mehrere Gründe. Einerseits hat sich bereits letztes Jahr abgezeichnet, und das ist ein wichtiges Signal, dass die Investoren, die Bauinvestoren auf die Bremse gestanden sind. Die Versorgung der Märkte in diesem Jahr wird deutlich tiefer sein als in den letzten Jahren mit neuen Wohnungen. Gleichzeitig ist davon auszugehen, dass die Bautätigkeit nun im Zuge der Krise sowieso nochmals zurückgehen wird. Das wird einen Teil der rückläufigen Nachfrage kompensieren können. Das sind positive Signale für den Mietwohnungsmarkt. Aber es gibt drei ganz wichtige Gründe, weshalb eben mit vergleichsweise soliden Entwicklungen zu rechnen ist auf dem Mehrfamilienhausmarkt. Erstens, das Wohnbedürfnis ist kaum substituierbar. Wir müssen alle wohnen. Das zeigt sich jetzt in Zeiten von Homeoffice und
anderen Themen eben gerade noch eindrücklicher. Zweitens, die Unterstützungsmaßnahmen wie Kurzarbeit, Arbeitslosenversicherungen, Direkthilfen, Kredite, die jetzt gesprochen werden, die wirken stabilisierend und das hat auch einen stabilisierenden Einfluss natürlich, dass die Mieten weitergezahlt werden können bei Wohnliegenschaften. Und drittens, ganz wichtig, dass die Kopplung der Bestandesmieten eigentlich an den Referenzzinssatz, das gibt einen gewissen Schutz vor sinkenden Mieten. Dieses System wirkt eigentlich stabilisierend mit diesen drei wichtigen Gründen auf den Mietwohnungsmarkt. Apropos Bestandesmieten, was ist denn da zu erwarten? Natürlich wird ein steigender Druck von einer größeren Zahl Senkungsansprüchen im Zuge des gesunkenen Referenzzinssatzes auch auf den Bestandesmieten in diesem Jahr sichtbar werden. Auch bei den Marktmieten stellt sich natürlich die Frage, wo geht die Nachfrage hin? Einerseits werden wir eine tiefere Zuwanderung haben, andererseits wird auch die Haushaltsbildung, so paradox es klingt, von Single-Haushalten beispielsweise, so paradox es klingt, in Zeiten der Selbstquarantäne, die wird potenziell zurückgehen, denn wenn die Einkommens tendenziell unter Druck sind, dann werden auch die Wohnbudgets kleiner werden. Das heißt, die Haushalte werden sich entsprechend weniger teilen, rein aus Einkommens- und Vermögensüberlegungen heraus. Die Zusatznachfrage wird also klar zurückgehen. Ein leichter Druck auf die Marktmieten und auch ein leichter Druck auf die Bestandesmieten ist zu erwarten in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr. Nun, bei den Marktmieten stellt sich auch noch die Frage, kurz vor dem 1. April, wird überhaupt gezügelt in diesem Jahr? Ein wichtiger Umzugstermin, dieser 1. April. Der Bundesrat hat bekannt gegeben, Umzüge sind Wissensstand heute, 24. März, möglich. Aber es ist davon auszugehen, dass dieses System der Umzüge deutlich gedämpft wird. Es ist natürlich in der jetzigen Ausgangslage schwierig. Hier ist vor allem eigentlich die Bewirtschaftungsbranche sehr stark gefordert und sehr stark natürlich auch strapaziert, individuelle Lösungen zu finden. Ein anderer interessanter Aspekt, den wir gerade jüngst unter die Lupe genommen haben, wir sehen in vielen Ländern, dass ein Zusatzangebot aus dem Hospitality-Bereich, beispielsweise Airbnb, auf den Markt kommt zur Langfristvermietung. Das konkurrenziert natürlich die klassischen Mietsegmente. Diese Entwicklungen zeigen sich jetzt aber in den neuesten Zahlen im März 2020, sind in der Schweiz nicht maßgeblich prägend für die Märkte. Auch hier also eigentlich solide Zeichen für den Mietwohnungsmarkt. Etwas weniger positiv sind die Aussichten naturgemäß in den gewerblichen Segmenten, natürlich vor allem in den exponierten Branchen Tourismus, Hotellerie, Restaurants, aber auch im Kleingewerbe sind die Möglichkeiten, die wirtschaftlichen Aktivitäten natürlich jetzt stark behindert und entsprechend ist dort auch mit Mietausfällen zu rechnen. Wenn wir aber zuerst das größte und wichtigste Investmentsegment der Büromärkte anschauen, so können wir auch dort feststellen, die Grundvoraussetzung ist eigentlich recht solide. Die Leerstände konnten in den letzten 1 bis 3 Jahren abgebaut werden. Die Nachfrage war eigentlich sehr gut. Die Marktverhältnisse sind gut. Die Mieten, die Abschlussmieten sind jüngst sogar gestiegen. Also hier trifft die Corona-Krise den Markt eigentlich in einer recht guten Verfassung. Das kann einen schon mal von der Voraussetzung her positiv stimmen. Es ist auch nicht davon auszugehen, dass in den Büromärkten massive Ausfälle zu erwarten sind. Noch ist vieles offen in Bezug auf die Regelung, was passieren wird, wenn Mietflächen nicht benutzt werden können. Hier deutet einiges darauf hin, dass auch einvernehmliche Lösungen eben nötig sind. Das heißt, im Zuge einer schwächeren Nachfrage und im Zuge von Mietzinsausfällen ist sicher auch mit gewissen Ertragsausfällen in diesem Segment zu rechnen. Nichtsdestotrotz, wir gehen von recht robusten Verhältnissen eigentlich im Büroflächenmarkt Schweiz aus. Im Retail-Segment, im Detailhandel Schweiz, sieht die Situation ein bisschen anders aus. Der Strukturwandel wird im Moment massiv beschleunigt. Das ist die wichtigste Aussage vielleicht überhaupt. Im Non-Food-Bereich sieht man das mit einem boomenden Online-Handel. Die Lieferungen können kaum eingehalten werden. In diesen Tagen insgesamt ist natürlich aber auch der Konsum abgeschwächt in der jetzigen Lage. Eben vor allem die Non-Food-Segmente, aber auch das kleingewerbliche Segment, der kleine Detailhandel im Non-Food-Bereich ist stark unter Druck. Da ist eindeutig mit Mietausfällen
eigentlich zu rechnen. Und natürlich letzten Endes sind es die exponierten Branchen, Tourismus hart getroffen in diesem Jahr, sicher, aber auch die Hotellerie, Restaurantnutzungen, die sind stark getroffen. Und letzten Endes alle gewerblichen Segmente, die jetzt bereits Leerstandsprobleme zeigen, die werden hier stark beeinträchtigt werden. Also es gilt mehr denn je, Teilsegmente müssen aufmerksam beobachtet werden in diesen Tagen. Es deutet aber auch einiges darauf hin, dass eine Kompensation möglich ist, sei das in der zweiten Jahreshälfte, sei das nächstes Jahr, wenn die Normalität wieder ein Stück weit zurückkehren kann, sind auch Kompensationseffekte möglich. Eine nun rückläufige Bautätigkeit könnte auf eine wiedererstarkte Nachfrage treffen und es wird sich dereinst zeigen müssen, ob wirklich die Bürofläche im Zuge des verbreiteten Homeoffices so stark, die Büronachfrage so stark zurückgehen kann. Ich persönlich glaube nicht an dieses Szenario. Ich glaube, viele von uns freuen sich wieder, sich zu treffen im Büro und eigentlich eine gewisse Normalität erleben zu können. Ja, es ist äußerst wichtig zu betonen, wir stehen am Anfang einer ganz neuen Ausgangslage und wir haben kaum Evidenz von den Transaktionsmärkten. Wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht mit den Renditeerwartungen. Sinken sie, steigen sie? Zwar sind die Verschreibungen auf den Grundbuchämtern noch nicht vollständig zum Erliegen gekommen, aber gerade größere Transaktionen finden nicht statt. Der Transaktionsmarkt an Liegenschaften lässt erwarten, dass er sich deutlich abkühlt, auch noch in den nächsten Wochen. Also eine schwierige Ausgangslage. Was könnte sich bewegen mit den Marktwerten für Schweizer Immobilien? Auf der einen Seite haben wir ganz klar verminderte Erwartungen, was die Mieterträge anbelangt. Wir haben potenziell Ertragsausfälle, vor allem eigentlich in den gewerblichen Segmenten. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Leitzinsen sehr tief sind und voraussichtlich bleiben werden und vor allem eigentlich die Investoren auf der Suche nach Sicherheit sind, viel mehr als auf der Suche nach Opportunitäten. Diese Suche nach Sicherheit, die dürfte vor allem sichtbar werden im Segment der Wohnliegenschaften, Segment der Mehrfamilienhäuser. Dort gehen wir davon aus, dass die Marktwerte nur leicht unter Druck geraten. Es kann sein, dass die Bestandesmieten und die Marktmieten weiter leicht sinken. Es deutet vieles darauf hin, aber eigentliche Preiseinbrüche sind dort nicht zu erwarten. Deutlicheren Druck haben wir zu erwarten in den gewerblichen Segmenten, natürlich vor allem in den exponierten Branchen, in der Hotellerie, im Tourismus, aber auch in der Hospitality-Restaurantsektor wird hier, die Restaurantsegmente werden deutlich unter Druck sein. Und natürlich auch die Detailhandelsimmobilien, die im Non-Food-Bereich stark exponiert sind. Dort ist mit Ertragsausfällen zu rechnen. Das wird spürbar sein. Das wird auch in den Marktwerten entsprechend registriert werden müssen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, eine Erholung ist gut möglich, schon in einem halben Jahr. Und entsprechend gering sind dann auch die Auswirkungen auf die langfristigen Mietpotenziale in diesen Segmenten. Wobei gerade im Detailhandel der Strukturwandel aller Voraussicht nach eben schon dahin führen wird, dass gerade im Non-Food-Segment einiges aus dem stationären Handel weiter verschwinden wird. Nun, was ist zu erwarten in den nächsten Monaten hinsichtlich Verkäufen? Eine eigentliche Verkaufswelle erachten wir als unwahrscheinlich, vor allem bei den Direktanlagen. Gut möglich, dass etwas vermehrte Verkäufe stattfinden und vermehrte Volatilität an den Börsen sichtbar wird, also indirekte Anlagen hier eine stärkere Volatilität eben zeigen werden. Verschiedene Gespräche in der Branche in den letzten Tagen, das darf ich so sagen, haben mich auch wirklich zuversichtlich gestimmt. Man stellt sich auf eine neue Situation ein. Es ist klar, das Asset Management, das Portfolio Management wird deutlich anspruchsvoller werden. Aber es ergeben sich durchaus auch Chancen. Vielleicht an dieser Stelle auch noch der Hinweis auf potenzielle Markterholung mittelfristig, wenn jetzt die Bautätigkeit so unter Druck ist und die Nachfrage wieder anzieht, ist durchaus mit positiven Marktentwicklungen in mittlerer oder eben in längerer Frist auch zu rechnen. Und man kann es nicht genug betonen, wir sind in einer guten Voraussetzung in der Schweiz mit gut ausgebauten Sozialsystemen, mit gut ausgebauten Wirtschaftshilfen, die hoffentlich jetzt eben auch wirksam werden
Und in dieser Hinsicht dürfen wir auch eine gute Portion Zuversicht mitnehmen ins Jahr 2020, trotz den Herausforderungen.